Liebe Community und willkommen bei Beavers Playtime. Ja, ich bin der Beavers Playtime und wir haben es jetzt 4 nach 5 am Donnerstag, den 14.8. Das bedeutet heute erster Gamescom-Tag für alle. Gestern war ja Fachbesucher-Gamescom-Tag und ja, ich stehe jetzt schon am Bahnhof. Die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen, beziehungsweise geht, glaube ich, da hinten gerade auf. Jawohl. Und ja, ich fahre so früh los, da ich mich in Köln mit ein paar Bekannten treffe und etwas noch vorbereite und genau. Das T-Shirt habe ich an. Wer mich erkennt von meinen Abonnenten und anspricht und der Erste ist, bekommt eine kleine Überraschung. Allerdings gibt es dazu eine Besonderheit und zwar durch dumme Zufälle bin ich nur heute auf der Gamescom. Sollte heute keiner da sein von den Abonnenten und mich ansprechen, werde ich die kleine Überraschung in einem nächsten Video an einen der Community-Mitglieder verlosen per Zufallsgenerator. Da bekommt jedes Community-Mitglied eine Nummer zugewiesen und durch diese Nummer werde ich per Zufallsgenerator diese kleine Überraschung verschenken. Was das genau ist, werde ich aber noch nicht verraten. Wird derjenige auf der Gamescom, der von euch mich anspricht, sehen. Oder dann hinterher bei dem Community, beim Preisausschreiben, bei der Verlosung im Video dann auch bekannt gegeben. Gut, ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Im Video sehen wir uns gleich in Köln. Für mich dauert das Ganze noch ein bisschen, aber das im Video geht ja immer alles schneller. Deswegen sage ich mal, bis gleich. Am Bahnhof hatte ich dann noch etwas Zeit und verbrachte die Zeit mit ein paar Schnappschüssen. Ja, liebe Community, jetzt bin ich gerade in Duisburg-Hauptbahnhof, steige jetzt gleich um in den Zug nach Köln und mittlerweile ist es auch ein bisschen heller geworden und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Köln. Bis dann. Ja, liebe Community, leider hat mein Handy das Video von der Ankunft in Köln nicht gespeichert, aber mein Fotoapparat war zur Stelle und somit habe ich den Eintritt in die Messe fotografiert. Wir sind, wie ihr sehen könnt, in Halle 11 reingegangen, wollten in Halle 11 reingehen. Da war aber ein Riesenwirrwarr aus Metallabzäunungen und Absperrgittern, sodass unter diesem Parkdeck, was man da sieht, sich die Menschenmassen sammelten. Das wurde von Zeit zu Zeit immer schlimmer. Wir waren schon 2 Stunden, bevor die Messe begann. Also um 8 Uhr waren wir da und die Halle füllte sich dann. Irgendwann um kurz vor 9 durften wir dann in die Halle 11 rein. Die wurde dann aber auch ziemlich sehr, 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 sehr schnell voll. Und ja, wie gesagt, dann ging es irgendwann los mit dem Einlass in die Halle. Nachdem wir dann auch endlich rein durften, sahen wir hinter uns endlich das Ausmaß des Zuschauerandrangs. Als wir dann in Halle 10 ankamen, sahen wir einen Stand, der eines näheren Blickes würdig war, denn er hatte im Namen Nerd stehen. Also gingen wir näher ran und stellten fest, es ist der Stand von worldofnerd.de, eine Community für Spieler bzw. Nerds. Und ja, auch das darf auf einer Gamescom nicht fehlen, denn jedes Jahr gab es wieder unzählige Verkaufsstände. Wovon es jedes Jahr immer mehr gibt, habe ich das Gefühl. Dann kommen wir zur Firma Loot Chest. Hier nochmal vielen Dank an die Firma Loot Chest an dieser Stelle für das nette Gespräch, das ich mit dem Herrn hatte. Und auch für die netten Gimmicks, die er mir gegeben hat, beziehungsweise für die netten Giveaways, die er mir gegeben hat. Danke dafür und ich freue mich sehr auf die Box, die jetzt morgen von euch verschickt wird. Und ich bin mal gespannt, was drin ist. Und ja, natürlich kann man das Unboxing-Video meiner ersten Loot Chest Box hier auf meinem Kanal auch live verfolgen bzw. sehen in einem Video. Für alle, die nicht wissen, was Loot Chest ist, den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch schlau machen. Sei so viel gesagt, es ist ein sehr, sehr geiles Konzept mit Nerdkram für Nerds und alle Sammler, Freaks und ja. Das gleiche gibt es nochmal von der Firma Loot Raider. Diese Firma macht genau das gleiche wie Loot Chest. Auch in einer Box, wo man vorher nicht weiß, was drin ist. Obwohl bei Loot Raider, die haben immer ein Thema, was vorher bekannt gegeben wird. Ich glaube, das nächste Thema, wo die Box am 30.08. kommt, heißt Headshot, wenn mich nicht alles täuscht.
Und ja, bei der Firma ist auch die Besonderheit, dass es dort ein 12-Monats-Abo abzuschließen gibt. Bei Loot Chest gibt es nur ein 6-Monate-Abo. Genau. Ich möchte mir hier kein Urteil erlauben über beide Firmen. Ich finde beide Sachen sehr, sehr gut, da es sowas in Deutschland sehr, 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 sehr dringend braucht. Es gibt in Deutschland jede Menge Nerds. Solche Sachen gibt es in den USA und in England schon sehr, 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 sehr lange. Jetzt endlich gibt es das auch in Deutschland. Ist zwar noch nicht sehr bekannt, aber das hoffe ich doch mal, dass man das ändern kann. Wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, bei beiden Firmen reinzuschauen. Was ihr euch dann im Endeffekt holt, bleibt dann euch überlassen. Testet einfach mal vielleicht beide für einen Monat und entscheidet dann, was euch gefällt oder was nicht gefällt. Wie gesagt, es ist natürlich nicht immer das gleiche drin jeden Monat. Es unterscheidet sich auch schon mal die Pakete. Also, wie gesagt, vielleicht muss man dann ein zweites Mal kaufen. Mal schauen. Oder ihr sagt vorher, oh, mit Loot Raider habe ich schlechte Erfahrung oder mit Loot Chest habe ich schlechte Erfahrung. Dann nehmt das andere. Wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall und das ist sehr, sehr geiler Stuff. Genau, dann kommen wir zu einem alten Spielgerät mit Donkey Kong, wenn mich nicht das alles täuscht. Genau, dieses Spielgerät stand auch in der Halle 10, beziehungsweise da standen mehrere davon. Und da kam eine junge Dame auf uns zu und sagte: Hier, wenn ihr bei diesem Gewinnspiel mitmacht, könnt ihr einen dieser Spielautomaten gewinnen. Wir haben dann skeptisch geguckt, haben uns das Gerät angeguckt, haben gesagt: Ja, ist ja ganz interessant. Aber die wollten persönliche Daten haben. Haben wir gesagt, oh, persönliche Daten rausgeben auf der Gamescom für so Sammler ist unseres Erachtens, meines Erachtens nicht immer so prickelnd. Deswegen haben wir gesagt, nee, danke, das Gerät ist zwar sehr schick, aber dafür komplett Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Name, Anschrift abgeben ist nicht so prickelnd. Deswegen haben wir das dann gelassen und haben gesagt, okay, dann gehen wir zum nächsten. Ja, bei dem nächsten Stand, das ist der Turtle Beach Headset Stand gewesen, beziehungsweise die Firma Turtle Beach, die machen Headsets und Maus und Tastaturen und die hatten die Weltpremiere des Z160. Genau, ich habe auch ein Headset von Turtle Beach, mit dem ich sehr, 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 sehr zufrieden bin und sie hatten aber auch Mäuse und Tastaturen da, wo ich mir sagen muss, ich habe sie getestet und alter Belli, das sind mal Geräte. Also die Maus liegt sehr gut in der Hand, die Tastatur war eine feine Anschlagstastatur. Man hat einfach nur einen Buchstaben gedrückt und zack, war das Ding getickt. Und von daher, ja, es war sehr, sehr nice. Dann haben wir dieses wunderschöne Bild entdeckt, auch bei der Firma Turtle Beach. Und zwar, du bist ein leidenschaftlicher Gamer und hast hohe Ansprüche an dein Gaming-Zubehör. Teste die neuen Turtle Beach Produkte und gib uns dein Feedback. Nimm an unserer Umfrage teil und schnapp dir dein inklusives Turtle Beach Mauspad. Das hätte ich gerne gemacht. Problem ist, ich brauche kein Mauspad. Ich habe eine Lasermaus. Und ich habe denen trotzdem gesagt, was ich von den Sachen halte, die ich da getestet habe, und habe dann aber gesagt, das Mauspad brauche ich nicht, und deswegen war es schon ganz interessant. Dann sind wir weiter durch Halle 10 gegangen und dort auf das Spiel Gray, also Grau und Go. War is Evolving oder so steht da drauf. Ja, dieses Spiel erinnerte mich sehr stark an Command and Conquer, zumindest einen der ersten Teile. Wir haben dann mal kurz über den Stand geschaut. Er war doch schon zu dem frühen Zeitpunkt sehr, sehr voll. So haben wir das Spiel nicht angetestet, sondern sind weitergegangen. Denn wir hatten, oder beziehungsweise ich wollte zur Let's Play Bühne, denn dort hatten Pietsmiet ihren Auftritt um 10:30 Uhr und den wollte ich auf jeden Fall mitbekommen. Dann gab es eine Aktion von der Firma Logitech. Die haben Produkte vorgestellt und da konnte man als Besucher die Produkte testen vor laufender Kamera. Und diese Videos werden oder wurden ins Netz gestellt bei YouTube. Und wer die meisten Klicks bekommt oder bekam,
hat dann was gewonnen. Ob die Aktion jetzt nur heute lief oder die ganze Gamescom überläuft, weiß ich nicht. Wir haben uns das nicht näher angeschaut, aber es ist schon sehr, sehr spannend, wenn man da plötzlich ein Schild liest: Logitech GTV become a YouTube Star. Und ja. Aber nichtsdestotrotz sind wir dann weitergegangen. Und dann gab es auch schon den ersten Giveaway für mich. Diese wunderschöne Brille im 8-Bit-Design. Ich finde sie sehr, sehr nice, auch wenn ich hier auf diesem Foto ein komisch dummes Gesicht mache. Aber es passte einfach gerade zu der ganzen Stimmung und deswegen, ja, diese wunderschöne 8-Bit-Brille ziert jetzt meinen Schrank bzw. meinen Nerd-Stuff-Schrank, genau. Dann ging es weiter zur Let's Play-Bühne der Gamescom. Genau. Und dieses Mal war die Besonderheit diese Bühne und auf der gegenüberliegenden Seite war ein VIP-Bereich für die Let's Player. Der war zum teilweise mit Holz umrandet, sodass man da nicht reingucken konnte. Aber es gab auch ein riesen Areal mit Glaswand, wo hinter PCs stand und Leute gearbeitet haben. Weil die ganze Bühne muss ja, beziehungsweise das ganze Programm muss ja ans Laufen gehalten werden. Am Laufen gehalten werden, mein Gott. Auf dieser Bühne, wie letztes Jahr auch schon, die bekannten Let's Play Stars. Hier im ersten Bild sieht man gerade McFitty in einem Werbespot. Und die beiden Moderatoren, beziehungsweise der Moderator und die Moderatorin und ein Kameramann. Dann ging es auch schon mit der Show los. Und zwar kam natürlich, wie bekannt, zuerst Pete's Meat auf die Bühne. Und ja, Pete's Meat hat sich zwei Zuschauer aus dem Publikum geholt für ein kleines Mario Kart 8 Spiel. Und der Chris hat gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich mich daran recht erinnere. Ja, der Chris hat gewonnen. Und ja, es war sehr, sehr lustig. Die Fans sind natürlich wie immer, wenn Pete's Meat kommt, sehr, sehr ausgerastet und haben Pete's Meat gefeiert, was die Jungs auch definitiv verdient haben, denn sie machen einen guten, guten Job oder beziehungsweise sind sehr, sehr gut, was sie, in dem, was sie tun. Und ja, das Ganze ging eine halbe Stunde und es war sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Einer der beiden Spieler, die aus dem Publikum gezogen worden sind, hatte sogar Geburtstag. Und für den haben Pete's Meat dann ein Geburtstagsständchen angestimmt. Kann man auch nicht jeder von sich behaupten, dass Pete's Meat für einen Happy Birthday gesungen haben. Und auch diese drei netten Leute habe ich in Halle 10 getroffen. Das sind drei Leute von Team Mucker, beziehungsweise in der Mitte steht sogar Mucker höchstpersönlich. Und es war nett, mit den Jungs zu plaudern und ein bisschen Zeit zu verbringen. Vielen Dank nochmal dafür. Und ja, macht weiter so, wie ihr seid. Dann ging es drauf, die Spiele der Messe endlich mal zu begutachten, denn da war es mittlerweile schon, ich glaube, 12:30. Und ja, ich lasse jetzt einfach mal die Spielbilder so ein bisschen durchlaufen. Ich habe nur von außen die Bilder fotografiert. Wie gesagt, leider keine Videoaufnahmen in dem Zeitpunkt möglich. Warum es dann hinterher zum Ende wieder geklappt hat mit meinem Handy, kann ich euch nicht sagen. Warum es dann wieder gespeichert hat, welchen Fehler ich da gemacht habe, weiß ich nicht. Ich hoffe trotzdem, euch gefällt dieses Video und ich würde sagen, genießt einfach jetzt die Bilder. Wie immer war natürlich für Jung und Alt immer was dabei, deswegen, also hier gibt es eine kleine Auswahl an Spielbildern, die ich abfotografiert habe. Ich habe dann eine kurze Zeit später mich angestellt, so gegen 16 Uhr für FIFA 15, denn dafür hatte ich einen Fastpass gewonnen auf der EA-Seite. Und ja, das Spiel habe ich gegen einen Holländer gespielt und wir haben zwei Matches machen können. Ich habe beide Matches gewonnen, einmal mit 2 zu 0. Das Tor fiel allerdings etwas später in der 80. Minute und 86. Minute und das zweite Spiel endete, glaube ich, auch 2-0 oder 3-0. Da fielen die Tore allerdings etwas früher. Dann ging es weiter mit ein paar Spielen angucken. Ja, wie gesagt, in der EA-Ecke, da gab es noch so ein paar interessante Dinge. Sims 4 habe ich einen kurzen Blick drüber geworfen.
Dann gab es noch The Division und ja, ein paar Sachen von Ubisoft habe ich mir noch angeguckt. Dann habe ich mir noch The Crew angeguckt. Und dann habe ich diesen tollen Rennwagen entdeckt, wo ich mir dachte, wow, geiles Gefährt, sowas würdest du auch gerne mal fahren, aber nein, leider nicht. Ja, und zurück in Halle 10.1 gab es dann auch eine große Überraschung, denn auf der Bühne von dem World of Nerds Stand gab es ein Konzert, beziehungsweise hat Jan Hegenberg ein paar Lieder zum Besten gegeben. Ich hoffe, Jan Hegenberg ist den Leuten hier ein Begriff. Der hat so Lieder gemacht wie Cheetah an die Wand und Die Horde rennt, aber noch viele, viele andere Lieder. Und der hat da sein musikalisches Können zum Besten gegeben und es war sehr, 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 sehr nice. Und ja, dann war die Gamescom auch schon fast zu Ende. Komischerweise hat mein Video jetzt am Ende ein Video gespeichert, mein Handy, genau, mein Handy hat ein Video gespeichert. Vorher habe ich ein paar Videos gemacht, die hat es wohl nicht gespeichert, warum auch immer. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Und morgen gibt es dann ein Video, wo ich den Loot-Stuff der Gamescom aus meiner Tasche auspacke. Das werde ich filmen, also quasi ein Unboxing der Gamescom Loot-Tasche. Und die Auflösung des Gewinnspiels, beziehungsweise die Weiterführung des Gewinnspiels. So, jetzt aber zum Endvideo. Ja, liebe Community, das war das Video der Gamescom 2014. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Gamescom war dieses Jahr extrem voll, schon am Donnerstag. Also ich möchte nicht wissen, wie es Samstag wird. Und ja, ich hoffe, man kann mich verstehen, da die Dame im Hintergrund gerade labert. Ich bin an dem Messebahnhof in Köln auf dem Weg Richtung nach Hause. Es war sehr anstrengend, sehr voll. Ich habe gut was abgestaubt, das werde ich in einem Unboxing-Video zur Messe aufnehmen, wenn ich zu Hause bin. Und ja, ansonsten hoffe ich, euch gefallen die Bilder und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Servus, euer Biber.